Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Airmod. Ja Leute, super schade, ich habe gerade meine Quest nämlich gemacht. Es kamen die Schreier, drei Schreierinnen. Die habe ich durchschreien lassen, da war hier gut Action, dann kamen nochmal drei, die habe ich auch nochmal schreien lassen. Ich habe unsere Zombie-Challenge gemacht, habe dadurch auch... Hier seht ihr auch, habe ich komplett abgeschlossen, auch geschafft. War die 3-10er halt, in einer Viertelstunde, 10 Minuten, 5 Minuten. Und unsere 250 habe ich auch abgeschlossen und ihr seht, ich habe schon 14 bei den 500ern. Ja, da ich natürlich in der Nacht die Aufnahme, beziehungsweise nicht in der Nacht, sondern wo ich gefarmt habe, habe ich ja aufgenommen, ohne was... zu sagen, halt nur wenn irgendwas passiert, werde ich es euch gezeigt. Dadurch ist natürlich, wo ich die Aufnahme eigentlich gestartet habe und wo ich hier gefightet habe gerade, hat sich natürlich die Aufnahme beendet, anstatt zu starten. Super schade, weil es waren coole Fights dabei. Ja, super ärgerlich. Ja, was soll ich sagen? Kann es nicht ändern. Hier liegen noch irgendwo ein paar Leichen rum da hinten. Die sehe ich jetzt nicht durch den Schnee halt. Ja, ich zeige euch kurz, aber nicht hier. Weil Wanderhorde war noch nicht da. Ich habe halt gemacht die Standard... Beams Missing, Tools Missing und Armor Crafting. Ihr seht es auch, ich habe neue Rüstungen, neue Werkzeuge und so weiter gecraftet. Auch ein bisschen was kombiniert gehabt. Ich habe ein paar Spikes gemacht. Also ich hatte so ein Stack Steine, 6000. Ja, ihr seht, das ist, was ich vorhin gelootet habe, gerade von denen. Wie gesagt, hier 50 auch schon bessere Spikes habe ich hergestellt. Ein paar Spitzen habe ich in der Forge gemacht. So, das war, können wir ja eigentlich auch schon mal machen nebenbei. Oder kann ich hier am besten anschmeißen? Zack. Ja, schade. Wirklich schade. Aber wir werden es nochmal machen. Wenn wir wieder so eine Quest kaufen können oder finden, machen wir das Spielchen auf jeden Fall nochmal. Ich werde jetzt hier auch nichts groß noch mit den Spikes machen. Ich werde die reparieren. Dabei stehen geblieben, bevor die Schreier kamen. Und hier natürlich die fehlen, setzen. Aber sonst werde ich warten, bis die Horde durch ist, bevor ich vernünftigere Spikes setze. Ja, ihr seht, ein paar sind auch hier kaputt gegangen. So. Ja, schade. Ich hatte mich schon so das Thumbnail gefreut, was ich auch rausgenommen hätte, weil die ganze Straße lag voll Leichen. Das sah schon witzig aus. Ja, aber so ist es. Mitdenken, Freude schenken. Oh Mann, das geht mir gerade auf den Sack hier. Das ändert sich gerade alle 2 Minuten. Zwischen Regen, Sonne, Schnee. Ein bisschen nervig. Was ist hier noch los? Die Survivor ist hier auch noch krepiert. Gut. Haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Gut, ich werde es kurz hochbringen. Dann reparieren wir kurz. Setzen noch ein paar fehlende Spikes wieder. In der Nacht ist mir ein Dicker explodiert hier. Deswegen sind hier so ein paar Platten weggesprengt.
Also schwer was los hier. Ja, Gunpowder habe ich auch gemacht. Da habe ich ja auch noch was angeschmissen beim Händler. Das müssten wir dann auch noch mal abholen. So, und ich wollte auf jeden Fall die Pfosten auch noch aufwerten hier. Concrete Mix habe ich natürlich auch gemacht. Steine sind auch schon wieder alle weg. Nice. Bloß mitgemacht hier. Ich kann es euch echt nur empfehlen, wenn ihr die Quest habt, dann mit der Schreier das zu machen, anstatt mit der Wanderhorde. Ich denke, in der Wanderhorde wird ein bisschen wenig sein an Zombies. Aber beim nächsten Mal nehmen wir es auf. Also die 10er geht gut. Da braucht ihr euch keinen Stress machen. Das auch die 5 Minuten dann. Ich hätte sogar erst nur die Dicken da gehabt noch, aber zum Glück ist dann nochmal Schreier gekommen. Sonst wäre es natürlich auch ein bisschen eng geworden, obwohl das natürlich auch die Dicken auch gingen mit der Winchester. Also einer ist explodiert von den dreien, die ich hatte. So, haben wir es auch wieder hier gerichtet, ha? Sehr gut. Das kann hoch. Achso. Das können wir auch schon mal rausnehmen. Noch eben die Pfosten hier machen oder Säulen, wie auch immer. Die werde ich auch dann nochmal aufwerten, dass es auch Stahlbeton ist. Gut. Perfekt. Ach, hier ist noch einer. Ach, der ist auch scheißegal. Alten Kackviecher. Alter, habe ich auch nur im Augenwinkel gesehen, die Sau. Ja, und noch Bären dabei, ne? Ist klar. Schön die Spikes wieder alle wegmachen. War mit Sicherheit nicht nur ein Bär. Und der backt hier irgendwo im Haus rum, ganz groß, ey. Kriegt aber anscheinend irgendwie Schaden. Ja, ja, ja. Irgendwas ist immer, ne? Denkst du, bist gerade fertig? Der ganze Mist von vorne los, ey. Und Schreier auch schon wieder. Das waren aber einige Hunde. Bei den Schreier hatten wir Glück, also die haben geschrien, nur eine Feral. Und kein Hund. Haben wir echt Glück gehabt. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt schon wieder kommen. Weil Forges sind aus.
Nur durchs Reparieren hier oder was? Naja. Eine lebt noch. Ah, zu spät. Ja, seht ihr gerade die Light-Variante. Wie gesagt, vorhin habe ich sie alle drei durchschreien lassen. Aber wenn ihr selber spielt, kennt ihr das. Macht auf jeden Fall Laune. Und wie gesagt, ein paar Zombie-Kills. Sind nie verkehrt. Die sind natürlich auch nicht verkehrt hier. Vielleicht ein bisschen Militärfeuer absahen. Ja, dann müssen wir mal gucken, was der andere Bär noch sagt. Schade. Naja, siehst du, eben. Oh, Schuhe, die habe ich auch ganz selten gesehen. So, ja, wahrscheinlich, weil ich die ganzen Blöcke kaputtgeschlagen habe und dann repariert und hin und her, da kamen direkt wieder neue. Komm, mach fertig. So, ich hoffe, unser Holz reicht jetzt noch, sonst muss ich noch mal eben ein bisschen Holz machen. Juti, juti. Ja, so viel zu. Wir gehen mal eben, zack. Stonehenge, nein, muss erst wieder hier. Nicht so irgendwo der Bär reingeballert. Dann tue ich gerade nichts. Naja. Oh ja, ernst oder was? Also eh hoch. Hey, wieder Sonne. Ja, ich sag ja. Das wechselt hier gerade im Minutentakt. Ja, gut. Da muss ich mal eben zwei, drei, das ist doch schon wieder buggy jetzt hier. Zwei, drei Bäume fällen. Ah, zwei sollten erstmal reichen. Dann düsen wir mal los. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen, ey. Bis wir da sind, ist bestimmt 17, 18. 17, 17, 30, denke ich. Was jetzt? Schnee und Sonne oder was? Ist ja auch geil. Ach, herrlich. Aber das finde ich ganz geil eigentlich. Das auch erstmal hier. Das können wir auch. Hier können wir mal reinhauen. Gut. So, irgendwas fehlt doch hier, ey. Laufe oder Ranch. Brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Naja, komm. Repair-Kits habe ich. Auch hier drinne. Gut. Weg hier. Erstmal weg hier. Erstmal weg. Ja, so ja, 17 Uhr sind wir. 17:30 da. Ja.
Wir werden es sehen, Leute. Ja, ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich den schönen Fight nicht aufgenommen habe. Ging aber ganz gut mit dem Crossbow, muss ich sagen. Also normale Zombies einen in den Schädel, dann lagen sie schon. Also diese ganz schwachen da, diese Tussis halt. Das ging ganz gut. Ach, den habe ich ja gar nicht markiert. Ich knaller. Da ist ja das Haus, wo ich hinfahre. So weiter hier rüber. Muss ja gehen. Ja, also mit Steine machen wir dann heute nichts mehr. Ist jetzt aber auch nicht für die Horde nicht unbedingt nötig. Braucht dann eher erstmal Federn eigentlich. Weil wir haben 200 Bolzen, das sollte auch reichen. Alles gut. Das Wetter geht mir gerade echt auf den Sack. So, früher war halt hier alles mit Feralen voll. Das kann gut, also diese Weitferalen. Das kann gut sein, dass das immer noch so ist. Dann kriegen wir natürlich Probleme. Natürlich jetzt auch wahnsinnig viel Munition mitgenommen, ich hält. So, ich habe auch keine Fackel mit, das ey, echt. Unglaublich. Ich habe auch echt keine, das ist schon ewig hier, keine Ahnung, wo hier nochmal wie der Eingang war. Ich dachte eigentlich, der wäre hier zwischen so zwei Säulen gewesen, aber. Oder mussten wir hier graben? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wurde auch in der Zwischenzeit wieder geändert. Ich bin echt überfragt gerade. Ich bin echt überfragt. Ist auch schon mittlerweile gar nichts mehr hier drunter, ich weiß es nicht.
nerv doch nicht hier rum, ey. Meine Güte. Genau, da muss er 2 Millionen mal auf den Schädel kloppen. Oh, Holz braucht ein paar Woodframes sonst. Oder ich habe hier Minibike welche liegen. Ja, das interessiert mich jetzt halt hier, ne? Hm. Wir haben uns auch noch nicht alles angeguckt hier. Komisch, komisch, komisch. Sie hat auch ein bisschen stutzig gemacht, sieht die Holzpöder hier ringsherum. Also, das war früher nicht, bin ich der Meinung. Deswegen bin ich hier gerade echt unsicher, Leute. Aber das Problem ist, natürlich auch nicht die Zeit jetzt hier. Bei einer Stunde Spielzeit das ganze Ding in hier umzugraben, ob hier irgendwo ein Eingang ist. Hier so ein Viereck. Direkt überall Stein. Also ich war eigentlich fest der Meinung, das war ging irgendwo zwischen den Säulen. Das hat mich ja natürlich ein bisschen stutzig gemacht. Hier können wir vielleicht noch mal runter ein bisschen den Tarnnetzen. Aber wie gesagt, kann auch gut sein, dass da mittlerweile einfach geändert ist. Bisschen schade ist. Wir können mal, aber so breite sind da jetzt auch nicht, dass sie irgendwo von oben den Eingang nach unten gehen würde. Wirklich. Schade, schade. Ich mache mal hier nochmal eine Schneise rein. Ja, und ansonsten, Leute, ist da natürlich gleich auch 22 Uhr. Natürlich dann ein bisschen schade.
Nee. Hier ist jetzt nichts irgendwie ungewöhnlich. Machen wir hier noch und dann soll es gut sein. Naja, gut, Leute. Ich buddel noch ein bisschen. Mal gucken, ob ich noch was finde. Aber das ist ja jetzt auch nicht so weltbewegend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat trotz allem gefallen. Wie gesagt, schade, dass ich den Fight nicht aufgenommen habe. Aber kriegen wir bestimmt noch mal hin. Und ja, wie immer, Lob, Kritik, Anregungen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.